Hallihallo, liebe virtuelle Welt, hier ist euer alter Mann am Samstag, dem 21. November 2020. Mein bürgerlicher Name ist Werner Michael Heuss. Und ja, ihr seht mich in dunkler Kleidung, ihr wisst, was das bedeutet. Und dazu kommt noch, wir haben die düstere Jahreszeit, es ist. Der November ist schon reichlich fortgeschritten und genauso düster wie das Wetter draußen und die Umstände durch Covid-19 werden auch die nächsten Tage leider nicht mit düsteren Geschichten, sondern mit düsteren Tatsachen. Der heutige Samstag ist eigentlich für mich ein sehr, sehr bedeutender Tag. Ihr wisst, ich stehe für Frieden. Denn heute ist der Welt-Hallo-Tag, der jährlich am 21. November stattfindet. Und dieser Tag hat zum Ziel, dass Konflikte durch Kommunikation anstatt durch Gewalt gelöst werden. Das ist ein hohes Ziel, aber es leuchtet jedem logisch denkenden Menschen wohl ein. Ausnahme in der Realität. Tja, die Herrschaften von der AfD mit den Jüngsten und so weiter. Ihr wisst davon, was da im Bundestag passiert ist und so weiter. Dann die ganzen radikalen Truppen. Die Demonstranten, die Denunzianten und, und. Und wir befinden uns ja hier in der virtuellen Welt und da ist es ungleich und unbeschreiblich schlimmer. Leider, leider. Angefangen damit, dass es im Internet eine Cybermobbing-Organisation, also nicht ein paar einzelne People, sondern eine komplette Organisation, genauer gesagt und geschrieben, hier gleich der Verweis und das ist auch ganz wichtig, parallel zu diesem Video gibt es auch ein Artikel auf meiner Webseite werner-michael-heuss.com. Den Link setze ich euch wie gewohnt drunter. Und ich empfehle euch parallel den Artikel zu öffnen und mir zu lauschen, was ich zu den Bildern, die im Artikel enthalten sind, zu sagen habe. Das ist nämlich ganz, 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 ganz wichtig. Und beim Fünf-Sterne-Sonnenclown, nachdem ich mir 4 Jahre lang, 4 Jahre, da sind rund 1000, fast 1500 Tage den Mund fusselig geredet habe und mir die Finger wund geschrieben habe, um der ganzen Sache irgendwann mal Einhalt zu gebieten, völlig für die Hose. Komplett für die Katze. Und einfach aufgrund dessen, dass die Anzahl der Hirnzellen bei den Mitgliedern und Mitgliedern und vor allen Dingen den Top 12 aus dem Führungskreis plus dem Initiator und Betreiber, König Schnacknack, die Anzahl der Gehirnzellen, normale Worte nicht einmal annähernd in der Lage ist, überhaupt aufzunehmen, dass sie da reinkommen, geschweige denn überhaupt verarbeiten zu können. Außer Erbrochenem, Fäkalien, Hass, Hetze, Hohn, Lügen, Rufmord und Spott kommt aus diesen menschlichen Wracks, für die es nicht mal eine Abwrackprämie gibt, das ist ja noch der Clou an der Geschichte. Da müsste man wahrscheinlich mehrere tausend, wie sagt König Schnacknack, nicht Euros, sondern Euronen, er hat ja auch seine eigene Währung, draufzahlen und da kommt nichts bei raus. Und dann kommt noch erschwerend hinzu, das Ganze gegenüber Menschen wie mich, ja, die sie niemals im Leben in natura gesehen, geschweige denn auch nur ein einziges Wort, Auge in Auge gewechselt hätten. Klatsch, bum, bang. Tüdel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 ü
Ich möchte den heutigen Tag daher zum jetzigen Moment in abgewandelter Form nutzen, um eine der schlimmsten Dreckschleudern weltweit, weltweit, die Welt hat ganz viele Menschen, auf diesem Weg anzusprechen. Normalerweise wollte ich heute schon zwei, aber es reicht nur für eine, ansonsten wird es zu lang. Ich habe es ausprobiert. Da es ja aufgrund ihrer Fake-Namen und aller anderen Fake-Daten und vor allem der Feigheit, dicke Backen aus der Anonymität zu machen, aber sich da zu verstecken, auch nicht anders möglich ist. Und ich möchte dieser Person ganz am Ende die Frage stellen, in einem persönlichen Aufruf: Hallo, geht's noch? Wir beschäftigen uns heute mit der Assistentin der Geschäftsleitung von König Schnacknack, dem Initiator und Betreiber einer Cybermobbing-Organisation, der ich 2019 nach 3 Jahren gemobbt werden, und zwar nicht nur im Netz, sondern auch privat zu Hause, per Telefon, per Handy und, die gesamte komplette Palette, den Namen 5 Sterne Sonnenclan gegeben habe, den ich. Viele können sich vielleicht vorstellen, was sich dahinter verbirgt, aber ich werde es nochmal ganz detailliert Ende des Jahres, wenn die Bombe platzt, definieren. Verbreitet ihre Lügen und Intrigen gegen meine Person nicht nur öffentlich in allen großen und kleinen Netzwerken, sondern hetzt seit mehr als 4 Jahren auch, indem sie gezielt meine Freunde und Mitglieder meiner Gruppen in einer bestimmten Community, die von König Schnacknack seiner selbst abfällig und ich kann mich nur wieder, ich komme nicht drüber weg, als gelber Laden benannt worden ist. 24 Stunden rund um die Uhr beobachtet das von König Schnacknack eingesetzte mindestens oder anders könnte man sagen, wenigstens, nee, mindestens 20-köpfige Team von Meldemumien, die sehen auch wirklich so aus. Schade, dass man keine Gesichter zeigen darf. Welches aus den Top 12 des von König Schnacknack so benannten Führungskreises und den besten Maulwürfen besteht, nicht nur meine Aktivitäten, sondern pickt sich gezielt mir sehr nahestehende Freunde heraus, um mich zu diffamieren und Rufmord gegen meine Person zu betreiben, wie in einem nachfolgenden Bild ansatzweise zu sehen. Es ist wirklich ganz wichtig, dass ihr parallel in den Artikel guckt. Die Vorgehensweise ist immer die gleiche. Die Bobber besuchen Profile. Profile meiner Freunde, Profile meiner Gruppenmitglieder. Wenn man ein Profil besucht, sieht man bei Klick auf Details, in welchen Gruppen die Person ist. Und dann weiß man das gleich. Ja? Dann wird dieser Person, um Kontakt zu kriegen, eine Emotion gemacht. Und das ist das Schöne. Anstatt zu schreiben oder einen Gästebucheintrag zu machen, macht man nur eine Emotion und die wird nach 5 Tagen vom System gelöscht und dann hat derjenige keine Beweise mehr. Das läuft ganz hervorragend. Und freundliche User, wie alle meine Freunde zum Beispiel, geben in der Regel eine Emo zurück und wenn der Absender einem unbekannt ist, dann schaut man auch schon mal auf das Profil des Absenders. Könnte ja sein, dass sich da eine wundervolle Person hinter versteckt und sich eine neue tolle Freundschaft ankündigt. Ist doch alles möglich. Und so war es in dem vorliegenden Falle auch. In der Zwischenzeit, und es geht um die Kurzbeinige. Die Kurzbeinige hatte inzwischen auf dem Profil bereits alles von meiner Freundin, was relevant ist, Bildschirmkopien gemacht. Und nachdem meine Freundin, angeregt durch die von der Kurzbeinigen getätigte Emotion, aufmerksam war, weil die Person der Kurzbeinigen war ihr bis dato völlig unbekannt,
hat sie auf deren Profil geguckt. Und es dauerte nicht mal eine Minute. Dann kam eine Mail an meine Freundin mit folgendem Inhalt: Interessante Gruppen hast du bei dir. Dann richte mal liebe Grüße von mir aus. Und dann kommt eine Gesamtaufstellung der Gruppen, an der meine Freundin in diesem Netzwerk teilnimmt, also Mitglied ist. Und die Gruppen, die ich leite, führe und aufgebaut habe, sind in Fettschrift herauskristallisiert. Und ja, es dauerte nicht mal nur wenige Sekunden, dann kam ein weiterer Text von der Kurzbeinin: Eilmeldung, Schnüffel, Schnüffel, ja, ein neuer Virus und so weiter. Und da im Nachhinein betrachtet, Virus, jetzt müsste bei vielen von euch es irgendwo Klingelingeling machen. Am 10. April 2020 hat König Schnacknack mittels eines Virus, eines sogenannten Computerwurmes, meinen Surfer platt machen lassen. In der bestimmten Community werden haufenweise Profile gehackt durch Passwort-Knackprogramme, die bekanntermaßen auch nur der Fünf-Sterne-Sonnenclan, so ist es mir bekannt, einsetzt. Ja, da kommt schon so durch die Blume eine Nachricht und eine Bedrohung durch Viren. Man hat ja die ganze Geschichte in der Hinterhand und man hat sie ja auch erfolgreich angewendet gegen mich. Und der Vorwurf, eine Schnüfflerin zu sein. Überlegt euch mal, die macht eine Emo an euch. Ihr seid freundlich, gebt die Emo an die andere Person zurück und bekommt als Nachricht eine Bildschirmkopie aller Gruppen, wo ihr Mitglied seid. Und meine Gruppen, wo ihr Mitglied seid, sind in Fettschrift markiert. Und dann kommt etwas über Virus. Und dann, bevor meine Freundin überhaupt reagieren konnte, kam schon die nächste Nachricht, und zwar 2 Minuten später, mit dem Text: Du nervst massiv. Dann eher großgeschrieben, damit bin ich gemeint, weil das ist ja meine Freundin, sollte sich mal einen anderen Spion suchen und tschüss. Überlegt euch mal diese Dreistigkeit. Stellt den Kontakt her, dreht den Spieß wie gewohnt um und spielt den anderen Menschen den bösen Buben zu. Diese Freundin, und das ist was ganz Spezielles, diese Freundin ist seit Jahren, die wollte eigentlich sich nach, also der Vorfall, warte mal, ich muss mal kurz gucken, war am 27. Februar 2018. Die wollte eigentlich ihr Profil löschen und hält das jetzt nur, lockt sich so alle 3, 4 Monate mal irgendwann ein. Ich erinnere sie dann immer dran. Ich sage, du geh mal kurz rein und lock dich ein, damit dein Profil nicht verfällt. Die hält das nur noch, damit wir Beweise für Staatsanwaltschaft etc., andere Behörden haben, falls das im Gesamtzusammenhang relevant sein sollte. Ja, und hab dann die Dreistigkeit, nach 2 Minuten, nach einem Besuch, zu schreiben: Du nervst massiv und er soll sich andere Spione suchen. Überlegt euch mal, das ist an Dreistigkeit kaum noch zu toppen, oder? Und diese Vorgehensweise wird auch im November 2020 noch äußerst erfolgreich praktiziert, wie ich euch voraussichtlich, wenn es mir gut geht, wenn nicht unerwarteter Besuch kommt und irgendwelche Dinge dazwischen, werde ich euch morgen am 22. November, das ist ein ganz besonderer Tag in Reihen des Fünf-Sterne-Sonnen-Clans, im Detail zeigen, wie das Schoßhündchen Nummer 1 Ihrer Majestät genau dem Motto getreu, wie der Herr so es geschah, das ist ja in der weiblichen Welt 1 zu 1 übertragbar, das auch handhabt. Insgesamt habe ich jetzt aus der Not heraus 3 Teile gemacht. Wir sind jetzt schon bei knapp 15 Minuten. Und die Person, die ich euch im Teil 3 ansatzweise vorstelle, wird Thema von aller Voraussicht nach 4 bis 5 Videos, also nimmt die gesamte komplette Woche ein. Und das Thema wird sein: Ein User namens Heuschreck
Mein Name ist ja Werner Michael Heuss, Heus, und Heuschreck fängt ja mit Heuss an und dann kommt Re, also CH, Reck hinterher. Und diese Person treibt genau dieses Unwesen. Auch ist mit einem Fake-Profil einer angeblich vor 5 Jahren verstorbenen Person, also zumindest mit Bildern dieser Person, seit Monaten online und treibt genau dasselbe Spiel wie seit 5 Jahren, als er angefangen hat, mich in einer Gruppe zu mobben. Und seid vorsichtig, wenn ihr Gästebucheinträge von Heuschreck bekommt, also einem User mit dem Namen Heuschreck, nicht Heuschrecke, sondern Heuschreck, für so viel reicht's nicht. Ich sage ja, ein Cybermobber kann kein Wort richtig schreiben, es sei denn, er ist ein Österreicher, aber ich weiß nicht, als Vorzugs-Rotsöckchen-Ossi aus Brandenburg, aus dem Land Brandenburg, wird er wohl kaum österreichische Wurzeln haben, da gehe ich mal nicht von aus, und als Verstorbener schon eh nicht. Da sieht man den ganzen Wahn. Und diese Person werde ich euch nächste Woche in allen Einzelheiten, in allen Kleinigkeiten vorstellen, weil alle diese Personen werden am 31.12. ihr, sagen wir nicht am 31.12. kann ich natürlich nicht sagen, aber ab 31.12.2020 ihr blaues Wunder erleben, wenn der alte Mann die Bombe hochgehen lässt. Und hier an dieser Stelle, jetzt an dieser Stelle, möchte ich die Kurzbeinige, wer von euch nicht weiß, wer es ist, es spielt keine Rolle, ich rede jetzt mit dieser Frau ganz persönlich, die Kurzbeinige möchte ich fragen, ob wirklich da oben noch irgendwo genügend Sauerstoff ankommt, um irgendeinen klaren Gedanken außerhalb von Hass, Hetze, Hohn und Spott. Ich frage die Kurzbeinige, wann haben Sie mich jemals im Leben, außer in einem Video, mal gesehen oder auf einem Bild gesehen, die Sie ja alle schon verfuscht haben, um dann zu sagen, in Ihrem Wahn, ja, ach, da, jetzt fühlt er sich wieder angesprochen. Ja, wenn Sie mich auf meiner Couch sitzend, wo man alle Konturen und so weiter, ich weiß nicht, was bei Ihnen nicht stimmt. Dass Sie mit Ihren 70 plus Jahren sich nicht schämen. Wir haben niemals, auch noch nicht mal telefonisch oder irgendwie ein Wort gewechselt. Woher maßen Sie sich an, sich an meiner Krankheit, angeblich sind Sie ja selber krank, was ich massiv in Frage stelle. Das ist genauso gelogen wie Ihr Wohnort, Ihr Name oder Ihre ganzen Märchennamen, Inge, Caroline, Petra, Renate, Dutzende von Namen. Alleine 30 Fake-Profile sind von Ihnen bekannt. Bekannt, die man nachweisen kann. Ich weiß nicht, was bei Ihnen, ob da oben überhaupt noch irgendwas stattfindet. 18 Stunden am Tag online. Essen Sie doch abends mal eine Stulle und gehen Sie mal ins Bett und schlafen mal eine Runde, anstatt Tausende von Menschen zu beleidigen und zu denunzieren mit ihren Fäkalien und mit ihren Erbrochenen. Widerwärtig. Mehr kann ich Ihnen da nicht zu sagen. Oder kümmern Sie sich um die Menschen, die Sie in Dreck gezogen haben. Kümmern Sie sich um die Menschen, die Todesfälle in der Familie haben. Kümmern Sie sich mal darum und kümmern Sie sich vor allen Dingen mal um Ihren eigenen Dreck. Kehren Sie mal vor Ihrer Tür, da liegt wahrscheinlich das ganze Treppenhaus und zwar 3 Etagen hoch rum. Punkt. Und ja, mehr fällt mir dazu nicht ein. Also Sie sind wirklich das. Gib ihm mal zwei Stichworte. Ein User namens Jörg hat mal unter einem Ihrer Chronikeinträge geschrieben, Abschaum. Überlegen Sie mal, wer von uns beiden der Abschaum ist. Und als zweites wünsche ich Ihnen eins, das, was Ihre Top-Spionin, die Sie persönlich auf mich angesetzt haben, Anfang 2018 Ihrer eigenen Schwester, die während der Zeit, wo ich Ihre Top-Spionin Wochen und Monate lang gepflegt und gehegt habe, 3 Wochen am Stück bei ihr zu Hause vor Ort war und alles live mitbekommen hat, während sie nur Lügen verbreiten. Ja, was diese Frau ihrer Schwester öffentlich in Facebook gewünscht hat, genau das wünsche ich Ihnen. Schönen Abend noch. So, ihr Lieben,
Das bin ich erstmal losgeworden, das war mir sehr wichtig, weil diese Frau versteckt sich ja nur hinter Dutzenden von Namen, die ich eben gerade schon genannt habe, falschen Adressen, falschen Telefon. Sie ruft die Leute nur mit unterdrückter Rufnummer an, damit keiner ihre Rufnummer rauskriegt. Aber ich kann Ihnen an dieser Stelle versichern, ich habe alle relevanten Daten zusammen, damit ein Streifenpolizist, der eigentlich mit Verbrechensbekämpfung in diesem Sinne nichts zu tun hat, schon blind erkennt, dass es sich um ihre Person handelt. Bam! 4 Jahre gewartet, aber es hat sich gelohnt. So, ihr Lieben, und jetzt kehre ich zurück zum alten Onkel Werner. Es gibt natürlich völlig andere Wege, den Welthallo-Tag wirklich zu feiern, denn ein freundliches Hallo unter den Menschen verschiedenster Kulturen, verschiedenster Religionen, verschiedenster Länder, das kann Welten bewegen, das kann Freundschaften entstehen lassen, es ist unbeschreiblich. Und glaubt mir, ich war in vielen Teilen dieser Welt unterwegs. Gott sei Dank hatte ich diese Gnade während meines Lebens. Und man kann ja zum Beispiel auch versuchen. Es ist ein Versuch. Nicht jeder ist sprachgewandt, wie man Hallo in verschiedenen Ländern, Kulturen und Sprachen sagt. Zum Beispiel auf Finnisch ist es ganz einfach. Da heißt es Hi. Geschrieben Hei. Hi. In Spanien sagt man Hola. Wird auch mit H geschrieben, wird aber das H beim Sprechen weggelassen. Hola. Der Japaner sagt Konnichiwa. Hört sich irgendwie so schön schwungvoll an. Der Chinese macht kurz und bündig Ni Hao. Oder der Franzose, und das ist auch wieder mit richtig Klang, da komme ich schon wieder, krabbelt mich. Oh, ich mag Französisch. Und jetzt nochmal für die Leute, die einem jedes Wort im Mund umdrehen. Ich mag Französisch als Sprache, weil es eine in meinen Ohren, und ja, ich spreche auch Französisch sehr gut, vom Klang her eine der schönsten Sprachen der Welt ist. Und der Franzose sagt freundlich Salut. Salut, mon cher. Zum Beispiel, also Salut, mon cher. Hallo, mein Lieber. Das hört sich doch irgendwie toll an, finde ich. Und eigentlich wäre ich heute kaum online anzutreffen gewesen, denn ich wäre unterwegs gewesen, um ganz vielen Menschen einfach mal so Hallo zu sagen. Das ist unglaublich spannend. Glaubt mir das. Ich mache das sehr, sehr oft. Also nicht nur an einem 21. November, wo ein schlauer Mensch gesagt hat, okay, wir machen daraus den Welthallo-Tag und hat das bei Wikipedia eintragen lassen und. Tolle Idee übrigens an dieser Stelle, überhaupt kein Thema. Aber natürlich hat leider der Coronavirus mir einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. Aber irgendwann wird auch dieser blöde Virus im Griff sein, vorbei sein, glaube ich weniger, aber im Griff sein. Und dann hole ich den Tag ganz sicher nach. Ich wünsche an dieser Stelle allen, und jetzt bringe ich es mal auf den Punkt, normalen Menschen, dazu zähle ich so ein Gerümpel wie die Mitglieder des Fünf-Sterne-Sonnenclan ganz sicher nicht. Und ich hätte auch eine Lösung, wie der Staat die preiswert los wird, ohne dass sie uns hier noch irrsinnige Summen kosten für psychoklinische Behandlung und Tritratrullala. Ja, alle normalen Menschen auf dieser Welt, auf dieser an sich wundervollen Welt, von Herzen gerne ein wundervolles, friedliches Wochenende, viel Ruhe und Entspannung und dass wir alle, und dafür sind meine Daumen gedrückt, von Faktor C verschont bleiben. In diesem Sinne sage ich bis dann, habt euch wohl, ich hab euch lieb, euer alter Mann. Ciao, ciao.